Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Wochenauftakt, 25. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende. Neue Woche, neues Glück, wie es so schön heißt. Und wir sehen schon einige Bewegungen am Devisenmarkt. Und heute wollen wir uns dem US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken zuwenden, der sich hier insbesondere aufgrund, da sehen Sie hier direkt mal eingangs, aufgrund enormer Wochentagsdaten hier hervorhebt. Wir haben hier am Montag und Dienstag während der letzten 52 Wochentage eine extrem starke Tendenz für anziehende Preisnotierungen. Sie sehen es, während der letzten 52 Handelswochen konnte der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken in 70% der Fälle einen positiven Tagesschluss vollziehen. Das ist eine interessante Hausnummer. Das Ganze hier am Dienstag mit 65% nicht minder schwach, also wirklich starke Quoten. Und interessant zu sehen, dass hier zum Ende, Schrägstrich Mitte der Woche, dann bis zum Ende hin das Ganze abnimmt. Freitag mit 49%, immer noch kein Tag klarer, schwächer oder stärker, aber im Vergleich zum Montag oder Dienstag hier der US-Dollar-Schweizer Franken auf jeden Fall mal mit Vorsicht zu betrachten. Aber die große Preisfrage ist natürlich, wie geht es beim US-Dollar-Schweizer Franken generell weiter? Tatsache ist, wir haben hier eine enge Korrelation von über 90 im Kontext mit dem Euro gegenüber dem US-Dollar, das heißt hier eine negative Korrelation. Das heißt, die Währungspaare bewegen sich konträr, steigt das eine, fällt das andere und umgekehrt. Es ist hier kein Gleichlauf zu erwarten. Also, wenn Euro-US-Dollar weiter aufwertet, dann dürfte US-Dollar-Schweizer Franken entsprechend abwerten. Umgekehrt wertet US-Dollar-Schweizer Franken auf, wie wir das eben hier seit Mai letzten Jahres sehen. Ergo US-Dollar, Euro-US-Dollar dann hier eher auf der schwachen Seite unterwegs. Und schauen wir uns mal hier das große Bild an. Wir hatten ja hier am 15. Januar diese Crash-Situation. Da hatten wir auch unlängst schon zum Euro-US-Dollar und Euro-Schweizer Franken was geschrieben, geäußert sozusagen. Hier wirklich eine geschichtliche Bewegung im Kontext der Forex-Märkte. Tatsache hier, dieser Ausverkauf hat viel ja, Bewegung gebracht, vielerlei Broker auch in Schieflage gebracht, die denn hier an den Märkten mehr oder weniger intransparent agieren und sozusagen dann eben aufgrund solcher Situationen dann auch mal rasch in eine starke Schieflage geraten. Letztlich nach diesem Ausverkauf wurde der belohnt, der beispielsweise hier das Tief vom Jahr 2011 um 0,70, 60, 0,71 gekauft hätte, weil im Anschluss an diesen Ausverkauf ging es ja hier direkt wieder hoch. Das Währungspaar hat also diesen Schock, diesen Crash relativ schnell wieder ja, ausgeglichen. Knapp 3 Monate später stand das Währungspaar wieder an der Parität und das ist hier die Marke von 1,00. Ein ganz, ganz interessantes Level, weil selbst wenn wir hier ins Jahr 2008 zurückgehen, zur Finanzmarktkrise, dann hier Stabilisierung 2009, war das ein ganz, ganz entscheidendes Level, damals noch als Unterstützung. Dann gab es hier diesen Ausverkauf 2010, hier arg unterschritten diese Unterstützung, einmal hier runter, dann sogar schöner Pullback, also die Paritätszone nochmals bestätigt, starker Ausverkauf eben bis zum Tief hier von 0,70, starke Erholung und genau vor der Parität war dann Schluss. Dann interessant hier nach dem Ausbruch. Ja, vor einem Jahr hier über die Parität wiederum gab es dann eben am 15. Januar diesen Schweizer Franken-Crash. Sie sehen, was dann passiert ist. Aber die Parität lässt das Währungspaar nicht los. Und nach den Erholungsschüben, die wir hier im Anschluss an den, also an den Rebound hier nach dem Crash und dann Rücklauf gesehen haben, hat sich das Währungspaar während der letzten Monate im letzten Handelsjahr eben hier weiter nach oben gearbeitet und hier im Dezember dann so ein Stück weit unter die Parität immer wieder angeschlagen, nachdem es ja so einen kleinen Fehlausbruch gab. Und jetzt sind wir hier wieder guter Dinge, um uns praktisch hier oder das Währungspaar vielmehr im Bereich über der Parität doch stabilisieren zu wollen. Das wird die große Gretchenfrage sein. Tatsache ist, erleben wir eine weitere US-Dollar-Stärke, ergo Euro-US-Dollar dann doch nochmal in Richtung Parität unterwegs, ist hier davon auszugehen, dass US-Dollar-Schweizer Franken weiter aufwertet. Charttechnisch haben wir hier erstmal Luft. Rein technisch bis in den Bereich hier 1,17 knapp. Das ist eigentlich der erste markante Widerstand, der hier aus 2010 Mai herrührt, dann hier nochmal zurückgeblickt aus April 2009. Diese Zone hier eigentlich charttechnisch die erste wahre Hürde, dass hier dann seit dem ja, Ausverkauf vom Mai, Juni 2010 hier kaum tragfähige Unterstützungszonen gibt. Man kann hier so ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen orakeln, aber versuchen hier noch eine Unterstützung zu sehen, 1,06, aber das ist alles ein Stück weit schwammig. Also insofern die richtig wahre Widerstandszone
Hier, das war früher eine Unterstützung 106 etwa. Das könnte jetzt hier auch eine Widerstandszone sein, aber es ist mehr orakelt. Also schartischen schwer hier der Weg nach oben frei, sofern US-Dollar, Schweizer Franken es schafft, sich hier über der Parität festzusetzen. Auf Wochenbasis, wie wir hier sehen, haben wir auch eine grundsätzliche Aufwärtstendenz. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Im Tageschart hatten wir letztes Jahr auch darauf hingewiesen. Hier dieser Bereich 61,8er Fibonacci-Level. Knapp oberhalb von 0,98. Das könnte eine Kaufzone sein. Und in der Tat, das Währungspaar schoss hier buchstäblich nach oben durch. Hier so eine Abwärtstrendlinie, die ist aus dem Zeiten vor dem Crash, die nehmen wir mal raus. Tatsache ist, wir haben jetzt hier auch einen kurzfristigen Abwärtstrend überwinden können im Januar und das sieht eigentlich recht bullisch aus. Aber heute, am Montag, haben wir den bullischsten Wochentag seit 52 Wochen und wir sehen jetzt aber eine Schwäche. Ist da was falsch? Läuft da was schief? Grundsätzlich kann man sagen, diese Quote besagt ja nur, dass es 70% positive Schlusspreise waren. Das heißt ja nicht, dass es immer so kommt, aber der Montag ist technisch generell bullisch anzusehen. Heute könnte es anders sein. Wir sehen bislang leichte Schwäche und interessanterweise, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, haben wir heute ein negatives Pattern bei der FTSE-Vektorlogik auf Tagesbasis. Wir sehen hier schöne Aufwärtstendenz, aber hier die Counts. Während der letzten 16 Jahre gab es hier 256 Pattern-Erscheinungen, die in 70,3% der Fälle einen bärischen Tag von im Durchschnitt minus 0,67% initiierten. Ja, und hier sehen Sie auch die Local Lows und Highs im statistischen Mittel. Aber heute hier die FTSE-Vektorlogik, also klar bärisch. Wohlbemerkt gegen den Trend. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung, wir haben einen bullischen Wochentag, aber die FTSE-Vektorlogik sagt, könnte heute doch nach unten gehen. Rein technisch, wir gehen gleich auf den Stundenchart, da wird es richtig interessant. Besteht hier Konsolidierungspotenzial kurz. Sie sehen hier in der vergangenen Woche, Donnerstag, Freitag ist der Markt sehr stark gelaufen. Also warum nicht mal ein Stück zurücksetzen, nochmal hier Richtung Parität muss es noch nicht mal sein, aber um dann hier praktisch nochmal Schwung zu holen und dann hier die Hochs vom November zu attackieren. 1,032, 1,033, das ist ein Ziellevel. Da scheint der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hinstreben zu wollen. Dazu passt auch die Saisonalität während der kommenden Tage. Wir sehen hier bis Anfang Februar rein eine tendenziell ansteigende bullische Saisonalität, die dem Währungspaar natürlich hier ein Stück weit Rückenwind beschert und sozusagen vermuten lässt, dass der Markt hier noch nicht fertig ist auf der Oberseite. Also die positiven Impulse, Bewegungen, die wir hier am Ende der letzten Woche gesehen haben, könnten sich jetzt hier durchaus weiter fortsetzen und im Zug einer heutigen leichten Schwäche. Ja, im weiteren Wochenverlauf, im weiteren Verlauf des Ende Januars dieser Handelswoche eben hier zu anziehenden Preisen führen. Schauen wir mal an, was der Stundenchart dazu sagt. Der sieht nämlich wirklich interessant aus. Wir sehen hier die Stundenkerzen und hier ein ganz klares Level, was man im Auge haben sollte, sofern man den Swissie traden wollte. Wir sehen hier die Kerzen aus der letzten Woche. Hier eine kleine Top-Bildung, dann starke Umkehr, hier ausgebrochen, aber auch hier sehr, sehr schön zu sehen. Das Level eben hier um 1,0135, hier eine Zone, da hat sich eine Unterstützung gebildet heute hier im frühen Morgenhandel und mit dem Hochpunkt hier vom 21. am Nachmittag hier mit diesem ja, Tauziehen am Freitag mehr oder weniger auch um dieses Level herum hat sich hier ein Level dargestellt, gebildet, was entweder jetzt als Sprungbrett dient im Sinne des positiven Wochentages, dann sehen wir hier sicherlich einen neuen Hype, neue Hochs. Aber wenn wir hier unter 1,013 gehen sollten, per Stundenclose, per 15 Minuten Close möglicherweise, dann muss man davon ausgehen, dass hier doch noch eine stärkere Bewegung erfolgt. Und wenn wir hier uns der Fibonacci-Level bedienen, dann können wir auch mal hier nochmal in den Kontext legen, ob wir einen schönen Haltepunkt sehen, der auch charttechnisch sich sozusagen verknüpfen lässt. Scrollen wir uns ein Stück weit raus. Okay, da haben wir hier eine Zone im 50er Retracement Level. Da kann es schon doch nochmal Richtung Parität gehen, Richtung Süden, sofern wir hier diese Unterstützung aufgeben. Und dazu passt, wie gesagt, die heutige FTSE-Vektorlogik. Die sieht ein Tief bei 1,0043, das wäre sogar hier unten, da wären wir am 61er Fibo-Level. Ja, kann man auch sagen, dass wir hier mit diesen Hochs und Tiefs eine leichte Unterstützung haben. Also im Worst Case zieht der heute richtig nach unten durch. Das wäre der Fall, wenn wir 1,013 aufgeben, dann muss man davon ausgehen, dass hier tatsächlich entgegen des bullischen Wochentags dann erstmal weitere Rücksetzer Einzug halten. Der Euro gegenüber dem US-Dollar ja auch stark. Das heißt, hier könnte es halt definitiv dazu kommen, dass der Markt hier nach weiteren Schwächeaktivitäten zurücksetzt.
Euro-US-Dollar dann entsprechend steigt, US-Dollar, Schweizer Franken fällt. Das aber, wie gesagt, hier eigentlich kein Dauerzustand. Das ist grundsätzlich eher davon auszugehen, dass der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken hier doch mittelfristig weiter aufwertet. Sofern eben der US-Dollar hier seinen Bullenlauf weiter behält. Ob das langfristig so ist, will ich jetzt mal nicht unbedingt unterschreiben, aber für die nächste Zeit scheint es auf jeden Fall noch möglich. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für den heutigen JFD-Devisenradar zum Wochenauftakt. Hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Infos mitteilen. Wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle noch einen erfolgreichen Handelstag. Kommen Sie gut in die Woche und wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.